Ah, meine Cam ist noch aus. Hallo. Du hast jetzt nicht angezählt, oder was? Ist das dein Ernst? Hä, was willst du mit anzählen? 95, 3, 4, 1. Hallöchen! Herzlich willkommen bei WinnetyD. Und ja, das bin ich, der da gerade in der Cam mit der ganzen Crew. Heute mal die Hackfresse hier. Leute, keine Lust an. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Divinity spielen, deswegen muss ich auch streamen. Ja. Okay. Ich muss mal ganz kurz Feedback geben, ob es zu laut, zu leise, zu. Ach, warte mal, ich muss den Sound auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier legit Twitch einfach gemutet, was mir auf den Sack ging, Leon Sammer zu hören. Weil ich jetzt wieder dieses. Ich habe auch extra nochmal für dich angezählt, ja. Das Gefühl, ist das doch ein bisschen zu laut, das Spiel? Oder? Ich glaube, das ist einfach nur bei mir. Ich mach es selber mal auf den Kopfhörern ein bisschen leiser. Es gibt mir doch die Nerven mit meiner mittleren Maustaste. Ach, jetzt! Du musst die einfach verprügeln. Alles klar. Hallo, könntet ihr mir kurz Feedback geben, ob das. Leon ist etwas laut. Ich bin etwas laut? Ja. Okay. Okay. Wunderschön an alle, die da sind. Ich bin etwas laut. Bin ich jetzt nicht mehr etwas laut? Bin ich jetzt nicht mehr angenehm? Bin ich jetzt angenehm? Nee, das schlägt immer noch ganz schön aus, warte mal. So. Ist das ungewohnt, Mann? Du müsstest TS ein bisschen lauter stellen, weil wir sind relativ leise, selbst auf maximaler Lautstärke. Ja, stimmt. Das immer beim Reden gucke ich jetzt gerade auch noch mal in die Kamera, weil ich so gewohnt bin. So. TS ist zu. Kannst du auch gerne weiterhin machen, das sieht nur niemand. Siehst du, genau deswegen habe ich das noch nicht eingestellt gehabt. Jetzt kann ich endlich alle Sachen machen, die ich sonst in den Streams nicht mache. Okay, muss ich TS. TS ist schon auf Maximum. Alter. Da musst du in rechts runter regeln oder TS in Gain geben. Ne, deswegen frage ich ja, ihr TS geht jetzt in Richtung Gelb. Ja, das ist. Außer Lena, Lena ist leise. Sorry. I don't know why. Ich bin ein bisschen müde. Ah, warum bist du auf minus 10 dB? Weiß ich nicht. Willst du mich nicht hören? Ja, jetzt bist du angenehm. Das ist nur eine Frage wie Marcel. Marcel, sag mal was. Hallo. Oh, Marcel war lauter als du. Das ist sehr gut. Ich glaube, dann lassen wir das so. Also ich finde, es ist gut so. Ist also es vom Sound her. Ich ist jetzt gut so, ja. Die Nummer reingehört. Auch der Spieße, warte mal, ich mach mal kurz Fähigkeit im Spiel. Ist das laut oder leiser? Okay, ich schreibe mir jetzt schon mal auf, dass ich die ersten 5 Minuten wieder rauskomme. Ja, ja, definitiv. Wie gesagt, ich konnte es noch nicht einstellen. Ich hatte noch nicht die Chance dazu. Weil ich TS noch nie aufgenommen habe. Okay, Leon. Ist gut. Ja, ich wollte eigentlich nur warnen wegen Spielsound, ob das zu leise, zu laut ist. Bin ich immer noch zu laut? Oder geht das? Ich glaube, das sollte jetzt gehen. Ja? Uff. Ja, ist okay. Ist okay. Alles klar. Sonst geht's dir gut, ja? Ja. So. Ich finde gut, wie es nachruckelt, wo ich aufgehört habe. Auf Lena. Ja, das bin ich. Hallo. Das ist ganz schön, das Erdbeben wird sich hier verursachen. Ja, ich gehe. Tschüss. Warte mal, kann ich auch 4 auf einmal? Warte mal. Aber das wackelt hier hinten immer noch. Also irgendwie ist mein Mikro voll laut, ne? Ha! Ja, ich glaube, das ist besser so. Erdbeben! Das wackelt halt hier hinten immer noch, Mann. Ich bin 5 Kilometer weg. Und vor allem, dass okay, dieser okay, Skill, Lena ist, okay, dieser okay, Skill okay, heißt okay. Blenden. Weißt du? Nicht Erdbeben, Blenden. Oh, fuck, ist Lena jetzt so laut? Ja, jetzt seit, ich weiß gar nicht, was von mir so. Nee. Nee, irgendwie. Wenn ich die einzeln wende, dann ist es nicht so. Wenn ich die zusammen wende, nee, das nicht. Warte mal. Das auch nicht. Warte mal. Das auch nicht. Auch das nicht. Alles nicht. Okay. Bei mir ist es, wenn ich den Erdball und beschleunigend zusammen mache, dann ist es am Ruckeln. Bei mir ist es wirklich nur blendendes Strahlen ganz alleine. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles noch ein bisschen zu laut ist. Manchmal geht das noch immer in den roten Ausschlag.
Dankeschön, Eisi, dass du da warst. Danke. Noch einen schönen Abend. Tschö mit Ö. Ja, keine Ahnung. Wenn irgendwas nicht passt, dann tut's mir leid von den Einstellungen her. Willst du bitte weggucken, Ivan? Ich würde gerne hier lose klauen. Oh, was hast du Schönes dabei? Aha. Das gilt nicht für mich, wenn ich zugucke. Das ist schon bewusst. Ja, doch, tatsächlich ja. Nein. Ich kann denn nicht schleichen. Nein, ich gucke dich doch genau an. Du müsstest eigentlich revealed werden. Ja, aber ich kann nicht schleichen, wenn. Du gerade alle weg. Ja, aber wenn du mich jetzt anguckst und ich drück die C-Taste, kann ich nicht schleichen. Dann steht da Schleichen fehlgeschlagen. Schwachsinn, nee, wenn ja, du guck. C drückst, dann siehst du den Bereich. Ach nee, das ist noch sein Bereich. Okay, never mind. Ja, der Dude guckt da. Okay, sorry. Die will ich dir erklären. Ich glaube, es hackt. Hä, was willst denn du? Oh, komm her hier! Okay, wollen wir einfach weitermachen? Vielleicht, ja. Dann überleg, ich möchte hier nicht in euren Krieg mehr rein. Wupp! Sehr gut. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, am Sonntag. Wir waren bei Lena. Lena, lead the way. Elfenhöhle. Ja, Lena, dann lead mal the way. Wir haben auch noch rechts wen, ne? Ruhestätte des Träumers, stimmt ja. Auf dem Weg zur Elfenhöhle. Hey, Moment, lass mal Leon vorgehen. Ey, komm! Was denn? Na, Lena ist schon vorgegangen, also muss Lena jetzt auch. Dann geht Lena halt. Er hat mich noch nicht angesprochen. Geh, okay. Schuh, los. Ja, ist okay, ich geh vor. Ist okay. Ist okay. Vor allem, wo ist denn der? Der ist actually überhaupt nicht da, oder? Wait a minute. Liegt der dann? Also, ich weiß nicht, kannst du nicht hier. Hey. Okay, ja, interessant. Ja, wo ist der Dude? Er müsste da sein. Ich wollte sagen, der ist eigentlich immer da. Hier ist aber auch kein. Nö. Fuck. Weil hier ist ja auch ein Questing, ne? Ja, ist es deswegen, aber er ist nicht da. Okay. Na gut, dann halt nicht. Falscher Zeitpunkt? Maybe. Weiß ich nicht. Geht denn? Ach, ist auch egal. Wir wissen es nicht. Wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Fuck. So. Das ist letztlich das erste Mal, dass ich hier bin, der nicht da ist. Ja, das stimmt. Na gut, gehen wir halt weiter. Ich hatte dann einmal der Lose hinterher. Der losen Hose. Ja. Marcel. Ja, eine ist aber zu spät. Ich bin langsam unterwegs hier. Mal die Toten. Oh, die sind schon reingegangen. Höhle. Got you. War zurück, böse Oga, und hier lege ich euch mit meinem Schwert. Lachen und den tapferen Ritter anflehen, dich nicht zu töten. Diesmal verschone ich euch, Bestie, aber verärgert mich nicht nochmal. Nie mehr. Ihr seid wirklich lustig. Los, ich verstecke mich irgendwo in der Höhle und ihr sucht mich. Okay. Auf die Plätze. Ihm sagen, dass er noch nicht gehen soll. Du kennst viele Spiele, zum Beispiel Seiltanz oder Bestienzähmung. Nein, ich will Verstecken spielen. Verstecken! Ihn verspotten und ihm sagen, dass Verstecken langweilig ist. Ihr seid langweilig. Und sieht aus wie ein Zombie-Vampir, aber nicht wie ein besonders toller. Schön. Erst mal sagen, du bist toll und dann... Ja. Hat irgendwas eingesteckt, Alter? Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, was. Ja, ein Kochtopf. Hier, kriegt er wieder zurück. Der Cooking Pot. Hast du jetzt kein Fangspiel? Nein. Ich will Fangspielen. Verstecken meine ich doch. Verstecken spielen mit ihm. Hallo, komm, Boy. Das ist Verstecken spielen. Okay. Komm, Boy. Alles klar. Keine Ablenkung mehr. Ich verstecke mich. Auf die Plätze. Fertig! Los! Oh nein, wo geht er nur hin? Ziemlich schwieriges Rätsel. Habt ihr ihn gesehen? Nee. Weil ich meine Maus wieder nicht drehen kann, meine Sicht. Er ist hier oben. Nein, ist er gar. Lena hat geschummelt. Uff. Ich glaube, wir sind ziemlich einig, wo er ist. Haha, ihr habt mich gefunden. Okay, wartet. Ich verstecke mich noch einmal. Auf die Plätze. Dem Jungen sagen, dass er verschwinden oder leid spielt. Nein. Fertig! Los! Warte, geht der jetzt nicht? Jetzt geht der unsichtbar, der Lümmel. Man hört ihn trotzdem noch. Ja, dass du ihn hörst, ist interessant.
Du hörst die Tapsisse von ihm. Tapsisse? Hier, er geht jetzt genau bam, 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 bam und geht hier hoch. Ja, Leon kennt das aber nur auswendig. Nein, man hört ihn! Moment. Oh, ihr seid ziemlich klug. Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, mein bester Freund würde euch ganz, ganz, ganz doll mögen. Kommt mit, stell ich ihn euch vor. Bisschen zu viel geraucht? Ich weiß, wie man vorstellen schreibt. F. Er vielleicht du nicht. V-O-R-S-T-E-L-L-I-N. Okay, für einen Moment. Okay, der war gut. Was war mit Rauch? Sorry. Was hast du gesagt mit Rauch? Ich habe nur gerade gemeint, der Junge wird uns seinen imaginären Freund vorstellen, der hat doch einen geraucht. What's this? Oder Ifan hier, der hat Muckis. Erstmal direkt klippen. Oh nee, ich hasse dich. Ja, ich gehe mal runter, ne? Tschüss. Da kommt man rein und neun direkt nervös, oder wie? Wo bin ich denn nervös, Wolfi? Ja, wunderschön. Hi, Wolfi. Ich bin Nolan. Ja, das ist jetzt Nolan, ich bin Leon. Wolfi, du Soundexperte. Ist das gut so alles? Nolan kann lesen, ich hasse dich. Aber lass mal Lena vorgehen hier, die... Hier ist jetzt gar nichts mehr. Ihr könnt gucken, wer hat alles schön betont. Ich mach das nicht mehr. Du machst das super. Ich kann mir niemand anderes vorstellen. Nolan? Wir warten nicht. Ich war schon warten. Du müsstest hier mal was lesen. Du hast Super Modi gelesen. Was habe ich gelesen? Super Modi. Super Modi? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wenn ihr aufhört zu lachen. Wir lachen nicht, wir freuen uns nur. Lena? Ja. Na, okay. Lena und. Ich lache nicht mehr. Nee, gar nicht. Ich lache nicht mehr. Oh Gott. Vielleicht kommt das Meerschweinchen um die Ecke gedüst. Los, seid nicht so schüchtern. Redet mit Welk. Welk? Ist das Oliver Welke? Ja, dann red, du musst mit Welk reden. Welk. Das kam gerade automatisch. Welk, das ist meine neue Freundin. Die ist ziemlich klug. Ihr werdet sie mögen. Ich hab den gefunden. Aber ich bin... Ja, du bist auch intelligenter als ich. Du bist ja auch... du bist auch ein Weib. Oh Gott. Bitte, kleines Kind, überlasst mich meinen Gedanken. Aber sie ist nett und groß. Vielleicht kann sie euch sogar mit diesem Ding helfen. Gott. Jemand Erwachsenes? Ihr habt eine erwachsene Person hergebracht? Gute Götter, kann das sein? Jetzt anstrengend, der gibt mir jetzt schon auf die Stimme. Du hast angefangen, ihn so zu lesen. Achso, jetzt müssen wir mit ihm reden, ne? Er ist ja auch alt, also eigentlich ist er tot. Ihr, sagt die Wahrheit. Steht ihr auf der Seite der Quellenjäger oder dient ihr dem Tyrannen Bracchus Rex? Ja, Lena, jetzt müsstest du die Lore kennen, wa? Ja. Naja, das, was man so sagt, wenn man keine der beiden Seiten kennt. Das beweist, dass Lena Divinity Teil 1 auf dem YouTube-Channel nicht gesehen hat. Ich wäre halt legit so in fragend Ansehen, wovon zum Teufel redet er da? Das wäre so ich. Egal, das macht nichts. Nein, das macht gar nichts. Das ist das erste Lebewesen, das ich seit eine Ewigkeit sehe. Never mind. It doesn't matter. Hä? Schön, dass ich dafür weiterklicken konnte und erst die Antwortmöglichkeiten habe. Sagen, dass er Mori nahe zu stehen scheint, zählt er nicht? Ein Kind ist zwar eigentlich lebendig, aber eine Kartoffel ist es auch, wenn ihr versteht. Nein, Modi kann nicht helfen.
Erstmal ein Kind mit einer Kartoffel verglichen. Modi ist eine Kartoffel. Legit. Legit. Ich finde das gut. Fragen, warum er hier unten eingesperrt ist. Es war ein boshafter König. Er hieß Bracchus Rex. Der Orden der Quellenjäger entdeckte einen riesigen Schrecken auf dieser Gefängnisinsel und ich wurde geschickt, dem ein Ende zu bereiten. Doch mein Versagen war absolut. Bin ich länger würdig, das Zeichen der Quellenjäger zu tragen. Oh, keine wird es geben, das ist ja schrecklich. Bitte, werte Dame, ihr müsst mich befreien. Zieht den Speer aus meiner Brust, in der er die letzten 1000 Jahre festgesteckt hat. Packt den Speer, bereitet dem Zerfall ein Ende. Ich flehe euch an. Im Film war darauf, dass Lena das nicht schafft. Wir kriegen die 5 jetzt. Hast du genug Stärke? Ich bin ein Stärke-Hero, Alter. Hast du schon? Waren das nicht 13, die man braucht? Hab ich vielleicht? Oh, möglich. Ja, stimmt, ich hab auch schon 13 Finesse. Ja, never mind. Ich hab meinen Körper befreit. Nun kann er endlich zu Staub zerfallen. Aber mein Geist. Verdammt. Leon, du musst der Konversation schon joinen für den Stream, ne? Ja, ich war gerade verwirrt von Lena. Ihrer Kraft. Ich bin immer noch in diesem modrigen Skelett gefangen. Fragen, was ihn festhält. Ein äußerst schrecklicher Zauber. Ich habe von solch Übermagie gehört, aber niemand gekannt, der sie benutzt. Bracchus Rex mögen Maden seine Eingeweide zerfressen. Das kann ich schon nicht mehr. Du musst das auch so schön aussprechen wie immer. So, Bracchus! Ja, ich höre das ja nicht. Ich habe ja diesen Grundstein. Okay. Jetzt lesen wir das doppelt vor. Ich habe die nämlich an. Als ich die Zelle begraben hatte, muss er mir meine Seele gestohlen und an einen Ort in der Festung aufbewahrt haben. So konnte er mich ganz an das weltliche Reich binden. Deiner Tipp, du solltest sie ausmachen. Ja, dann soll ich das vielleicht auch ausmachen, oder? Ja, solltest du. Ist das einfach der Stimmenmaster oder was? Dann sind alle aus, ne? Ja. Bup. Aber ich kenne mich hier gut aus. Ich könnte euch zu diesem Ort führen. Dafür findet ihr dann einen direkten Weg aus dieser Festung. Meine Freiheit für eure. Was sagt ihr? What? Hey, what? In the butt. Easy, machen wir. Alles klar. Wunderbar, meine Freundin, wunderbar. Zuerst müsst ihr in die Feste selbst gelangen. Es gibt einen geheimen Schalter in einer Statue 7 im Hof. Die kennt ihr doch. Der Schalter öffnet eine Luke, die euch zur Hauptebene des Gefängnisses führt. Ich glaube, dass ihr in Bracchus Phylakterium-Raum das Gefäß findet. Ich rutsche die ganze Zeit raus, sorry dafür. In dem meine Seele gefangen ist. Stimmt, ist ja gut getarnt, aber sucht nach einem weiteren verborgenen Schalter. Bracchus hätte mich zum Bittsteller gemacht, zum Sklaven dieser Mauern. Mit eurer Hilfe kann ich in Würde sterben. Endlich. Fragen, woher er weiß, wo seine Seele aufbewahrt. Ich kannte die Schrecken dieses Ortes, bevor ich kam. Mein Ziel war, den Feind zu vernichten, der die schrecklichsten Waffen und Magie zu einer Armee formte, die er gegen das Reich einsetzen wollte. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu seinem Opfer zählen würde. Und doch bin ich hier. Fragen, ob er dir noch etwas über diese Insel erzählen kann. Die Freudenfest ist ein gefährlicher Ort, meine Freundin. Sehr gefährlich, ja. Bracchus hat diesen Ort genutzt, um ein schreckliches Waffenarsenal anzufertigen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Ach komm, mein. Hier haben er und seine Forscher Strafen und Fallen entwickelt, die nicht der Menschenwürde entsprachen. Objekte, die Seelen enthalten, Zauberstäbe, die Quellenmagier die Essenz entziehen konnten. Mein Orden hätte solch barbarische Magie nie gegen unsere Feinde eingesetzt. Edge. Und wenn er nicht gestorben ist, dann liest er noch heute. Verdammt. Oh, ein Fassdolch. Ach, Glück. Was hat Marcel herausgezogen aus dem Glück? 124 Gold. Ja. Sigi. Nice. Was heißt der Speer? Der Dolch ist besser als meiner. Ich den? Mhm. Ja, das Bracchus Rex, ja. Das war auch kein Zweier für Marcel.
Ist das ein Speer? Ist der Zweihand? Ja, der Speer ist Zweihand. Den ist er sogar? Hin. Ah, okay. Dachte, der geht mit Schild zusammen. Nee. Ach so. Dann ist der sogar recht nice. Und ich habe auch einen Dolch gefunden. Also, ich glaube aber nicht, dass der so nice ist. Der ist besser als meiner. Okay, kriegst du. Der macht ein bis ein Schaden mehr. Müsste ich den vielleicht nur noch vergiften? Kannst du mal das Giftfass stellen? Ja, das wäre mal wieder eine Überlegung wert. Ja, und dann, wenn wir die Untote kämpfen, dann haltet die wieder. Nice! Kevin, kannst du bitte mal ruhig sein? Ich wollte es gesagt haben. Wo sind der jetzt? Bin ich dumm da? Keine Antwort darauf, okay, danke. So. Dann müssen wir jetzt noch das Seelengefäß. Ja. Ich könnte mit dem Skelett nochmal reden, weil wegen Untoter, aber. Beck ist frei, jetzt kann er raus und endlich glücklich sein. Hm. Ich dachte, das ist was ein Stück. Den Jungen fragen, ob ihm sein Freund nicht fehlen wird. Nun ja, viel, sehr was? Viel fehlen? Okay. Nun ja, viel, sehr viel. Aber er ist mein Freund und es ist besser, wenn Freunde glücklich sind. Oh, sagen, dass du gerne geholfen hast. Wenn ich groß bin, will ich ein Held werden, so wie ihr. Seid eine echte Heldin, nicht nur eine aus Geschichten. Ihr habt eure Mission abgeschlossen und die Prinzessin gerettet. Skelett, Freundin. Hier bitte, damit findet ihr mein geheimes Fort, meine Schatztruhe. Das ist eure letzte Mission. Okay. Wenn ihr einen Weg nach oben findet, könnt ihr meinen Schatz haben. Du kannst also nochmal untot mit dem Dude reden. Freut sich nur. Ja. Guter Mann, ihr habt meinen Körper befreit. Dann kann er endlich die Staub zerfallen. Ja, ich auch. Aber dann habt ihr vielleicht. Dann habt ihr vielleicht Glück, dem Fluch von Brakkos Rex entkommen zu sein. Nachdem er mich in diese Zelle begraben hatte, muss er mir meine Seele. Hat mir auch schon. Tschüsschen. Tschüsschen. Ist das neu da? Nee, das hatten wir alles schon. Was ist neu da? Ich soll mich noch weiter mit ihm reden. War da gerade Dopp zweimal fortgehen? Als Punkt 3 und Punkt 4 fortgehen? Das Spiel möchte uns mitteilen, ihr sollt fortgehen. Da kommt man vorbei, oder? Ja. What are you doing? Nix. Gar nix. Oh, jetzt müssen wir noch mit jedem hier quatschen, ne? Dauerhaft geblendet. Okay. Ja, los, Lena. Let's go. Ja, blind. Ein Mensch. Ihr stinkt. Du bist selber ein. So, da geben bestimmt Kunden auch bei dir, wenn er auf der Arbeit ist, was? Naja. Ja. Ist okay. Sagen, dass sie sich nichts aus hässlichen Vorurteilen machen sollen. Das weiß ich. Aber was bin ich? Finde ich das selber ein Mensch oder nicht? Ich gucke mal ihr Bild an. Ja. Konnte man ja auch sagen. Ich glaube, sie ist sich da nicht so ganz sicher. Ich glaube, die ist noch nicht so gut im Vorstellen. Rula. So, dann viel Spaß beim Verkacken, ne? Ah ja, ihr könnt mich zurücklehnen, ist alle weiblich. Oi. Ich wusste nicht, dass es so viele Kinder in dieser Freudenfeste gibt. Mit euresgleichen kann ich umgehen, aber mit den Kleinen? Ich wüsste, was Nolan sagen würde. Mit den Schultern zucken und sagen, dass Kinder halb so wild sind. Bleibt etwas länger in der Höhle. Provoziert Modi den Wilden, der rennt, als hätte seine Kleidung Feuer gefangen. Dann seht ihr, was ich meine. Ah, so zurücklehnen kannst du dich auch nicht. Die Augen des Mädchens sind bedeckt, doch sie dreht sich zu dir, als du dich näherst. Ach so, lol, ich bin die. Sie lächelt, als würde sie erkennen, als würde sie dich erkennen, obwohl sie dein Gesicht nicht gesehen haben kann. Ah, hallo. Es tut mir wirklich leid, dieses Ding in euch zu sehen. Wird es stärker?
Du bist verdutzt und fragst, woher sie das weiß. Sehe es vor meinen Augen. Ist doch logisch, Mann. Das ist ja klar, Leute, die dauerhaft geblendet sind in Spielen, die sehen alles anders. Die sind, die fragen, ob sie sehen kann, wer oder was in euch ist. Dieser Fall ist gefährlich. Ich will nicht, dass ihr es wisst. Ich will nicht, dass ihr seinen Namen hört. Ich bin gut, dass das S abgeschnitten ist. Das ist Voldemort. Irgendwas regt sich in dir. Dein Herz beginnt zu rasen. Bitte nicht. Ich kann es jedoch sagen. Dein Magen knotet sich zusammen. Du bittest sie, es dir zu sagen. Die Elfe zittert und beginnt plötzlich zu schwitzen. Wir haben keine Zeit. Es ist wütend. Ihr müsst es aufhalten, sofort. Plötzlich macht sich dein Geist erschrocken davon. Das Ding taucht auf. Deine Hände wollen die junge Elfe in Stücke zerreißen. Du willst ihre Haut unter den Nägeln und ihr Blut in deinem Mund spüren. Okay, ich brauche gerade nochmal meinen Höchstwert. Stärke würde ich schätzen. Ja. Ja. Marcel, magst du mal nachgucken, was der höchste Wert ist? Sekunde. Ich habe mehr Überredung als das letzte Mal. Ich glaube, es müsste. Stärke 13, Finesse 10, Intelligenz 11, Konstitution 12, Gedächtnis 10, Verstand 12. Okay. 13 Stärke. Überreden erfolgreich. Ja. Wow. Wow. Wie tapfer ihr doch seid, wie stark. Die meisten könnten dem nicht widerstehen. Aber es wird sich nicht lange zurückhalten. Lose, ihr müsst wissen. Ich hab irgendwie Flashbacks. Du taumelst nach vorn, brennend, verzweifelt, wild. Das Ding in dir gewinnt am Boden. Du willst den Kopf der Elf auf einen Pfahl sehen und die Herz zwischen deinen Zähnen spüren. Fuck, das letzte Mal hab ich beim ersten Mal schon verkackt. Ach echt? Mag nochmal jemand ihre Werte checken? Ich habe nämlich letztlich wieder vergessen. Ich auch. War Konstitution nicht danach? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich Stärke 13, 10 Finesse, 11 Intelligenz, 12 Konstitution, 10 Gedächtnis, 12 Verstand. Also Konstitution Verstand oder Verstand? Ja. Alles 12. War Konstitution. Fehlklagen. In dich schauen und das Ding anherrschen, aufzuhören. Du willst dieser Elfe nicht wehtun. Heute kann er hier. Dazu kann es dich nicht bringen. Oh, la 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 la. Aber gut, du hast überreden jetzt auf 3 oder 2? Ja, ich habe auf 3. Ich habe jedes Mal auch geskippt, ich konnte. Lose, es ist zu spät. Es ist zu spät. Ihr müsst es erfahren, bevor es euch bei lebendigen Leib auffrisst. Das Ding in euch ist... Du kannst es nicht aufhalten. Die Stimme ist zu laut, der Drang zu stark. Du stürzt dich auf die Elfe und verspürst den großen Wunsch, sie zu vernichten. Nein. Ich geh doch mal, ne? Nein. Mach das nicht, Baby. Was ist? Du bist. Wieso lacht ihr? Naja, du siehst das doch an dem Dialog selber, oder? Lass sie weiterlesen. Lass sie weiterlesen. Wir müssen euch wehtun, wenn ihr uns wehtut, Lose. Das ist die einzige Möglichkeit, euch zu wecken. Hört ihr? Bitte, ihr müsst sie bezwingen. Ihr wehtun, um sie zu retten. Das ist die einzige Möglichkeit. Oh. Ab heute die Winne, die zu dreht. Lose ist verrückt geworden. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie diese Unschuldigen tötet. Hat noch jemand Wiederbelebungsdingens? Ja, ich hab noch 3. Gut. Oh, Marcel, liest es einfach nicht vor. Das ist nicht Lose, sondern das Ding in ihr. Wir dürfen nicht zulassen, dass es sie dazu bringt, Leute zu töten. Tötet die Elfe. Alle Überredensdinger geschafft und trotzdem. Hast du es trotzdem? Ich wurde aus der Konvo geschmissen. Ja, ja auch. Das Ding hat recht. Ihre kalte Leiche wird dich wieder ganz machen. Sind wir jetzt mit Lena? Warte, gegen wir müssen Lena? Actually echt gegen die ganzen Elfen kämpfen. Ja, aber ihr habt doch gegen mich gestellt. Ja, finde ich gerade jetzt auch super interessant. Das ist doch weird, wir haben uns doch actually echt wirklich gegen sie gestellt.
Also gegen das Ding. Oh, ich will ihn nicht töten, Mann. Das ist halt wieder 1:1 so ausgegangen. Mann, das ist die coolste Storyline mit ihr und jetzt müssen wir sie töten. Aber wie, kann man das gar nicht schaffen? Naja, schon, wenn du einfach nicht so krass drauf eingehst, ne? Hä, wie nicht drauf eingehen? Aber du bist ja voll darauf eingegangen, auf das Ding in dir. Du wolltest ja wissen, was. Du wolltest ja von ihr wissen, was es ist. Und wenn du gesagt hättest, nein, interessiert mich nicht. Ja, genau. Ja, dann abhauen bringt wahrscheinlich nichts. Die greifen uns wahrscheinlich weiterhin an, ne? Ja, ich muss neu laden. Willst du? Ja, gut, nö, wir haben jetzt. Ist jetzt so, ne? Ja, wir haben das beim letzten Mal schon so gehabt. Tutelena. Was haben wir beim letzten Mal so gehabt? Ja, genau das. Das ist richtig. Von denen, wir haben kein Autosave mehr, seitdem wir neu gestartet haben. Also echt? Das Streambeginn ist das letzte, ist halt der letzte Speicherstand. Ja, denn, Wait, hat doch das nicht gespeichert, als wir da unten rein sind. Aber hat er nicht.